Sprecht nur. Nur zu. Ja. Und damit willkommen zurück bei Let's Play Morrowind. Ich habe das Wort erteilt bekommen von Pilus Amatius. Und dem komme ich auch nach. Ja, letztes Mal haben wir Mera Milo gerettet aus der fliegenden Halle der Gerechtigkeit. Und, ach cool, die sieht man da hinten übrigens noch. Dieses riesige Alien-Ei anmutende Ding. Und jetzt sollen wir sie in Hola Mayan treffen. Mönch. Vevrana Arion. Ja, toll. Wie geht es euch? Wo finde ich den? Wie ergeht es euch auf euren Reisen? Ja, ganz gut. Aber wo finde ich den? Diesen blöden Mönch. Möge euch jeder Tag warm begrüßen. Ach, warte mal, nee. Ah, Balletta. Nee, Balletta. Blatta Hateria muss ich finden. Kann ich... Ist das vielleicht einfach die Frau da unten am Boot? Bist du das vielleicht schon? Bitte sei es. Ja! Etwas? Ah, hallo. Bring mich doch bitte nach... Also. Ich muss sie erst bestechen mit 100.000 Gold. Oh, Mann. Oh, Alter, ey, komm schon. Oh, nicht wahr sein. So, hm? Jetzt vielleicht. Ach, Mann. Was soll denn das? Ey. Leute. Okay, ich glaube... Warte mal, ich muss laden. Nee, nicht speichern, laden. Die ist richtig schwer zu überzeugen, die Mademoiselle. Mit unseren glorreichen Überzeugungsfähigkeiten. Die nur daraus bestehen, irgendwelchen Leuten 10 Gold in die Hand zu drücken. Tragen. Hui. Hallo, kleiner Mann. Wie kann ich euch helfen? Ich werde tun, was ich kann. Du kannst uns gar nicht helfen. Denn nur sie kann uns helfen, aber sie ist ja angeblich keine Gondelführerin. Kenne ich euch? Auch nix. Hier. Nochmal. Nochmal. Jetzt. Das. Jetzt. Warum Dienst verweigert? Was soll das? Ich möchte fischen. Ach hier, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ja. Ich bin so blöd, echt. Ich hätte einfach nur fischen klingen müssen. Ach, da ist ja auch gleich die andere Dame. Die Mönchsfrau. Ich bin Vevrana Arion, Mönch in Hola Mayan. Das Kloster ist auf dieser Insel. Folgt dem Weg nördlich der Docks und dann geht ihr bergauf. Der Eingang wird von einem Schild verdeckt. Wartet am Ende des Weges und ruht dort. Das Tor öffnet sich zur Morgen- und Abenddämmerung, der magischen Zeit des Zwielichts, die Azura heilig ist. Mera Milo hat uns von eurem Kommen unterrichtet. Ihr findet sie und Meister Barelo in der Bibliothek. Später kann ich euch eure Rückkehr nach Vivek veranlassen. Gebt mir einfach Bescheid. Nein, noch nicht. Gut. Wo ist das? Achso, einfach hier so irgendwo. Na gut, dann wollen wir da doch mal hingehen.
glaube, die Tageszeit ist wahrscheinlich nicht so geeignet. Oder vielleicht ist ja die Tür offen. Boah, fast so episch wie der Aufstieg auf diesen Berg bei Skyrim. Hochrodgar oder wie das heißt. Bam. Aber nur fast. So. Also ja, jetzt ist zu. Jetzt ist zu. Zu. Geh doch mal auf. Morgenstunde. Da öffnet sie sich. Die riesige Tür. Und lässt uns hinein. Nach Hollermeiern. So, Mera Dingsbums, wo bist du? Tivam Sadri. Den brauchen wir nicht. Da hinten kann ich nicht lang, also muss ich wahrscheinlich... Achso, hier, Bibliothek. Ist das die Bibliothek? Hier ist sie. Ich darf was lernen. Nein. Naja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist Reichtum solch eine Ehre, euch zu sehen. Schleimi. Danke, Narnius, dass ihr mich gerettet habt. Nun werde ich hier in Hollermeiern bei Meister Barelo bleiben und ihm in der Klosterbibliothek helfen. Unsere Verbindung ist ein geheimer Orden, dessen Anführer Meister Gilvas Barelo auch Abt unseres Klosters ist. Wir nennen uns die abtrünnigen Priester. Wir schämen uns unsere Dispute mit der Hierarchie des Tempels nicht. Ja, ja. Aber ich hätte doch gerne hier das... muss ich wahrscheinlich mit ihm quatschen. Wie kann ich euch helfen? Verlorene Prophezeiung. Ich habe mir die Apographa angeschaut und zwei interessante Passagen gefunden. Wir haben für euch Abschriften angefertigt. Vielen sind die beiden erevanischen Prophezeiungen der Aschländer bekannt. Der Fremde und die sieben Visionen. Wir haben noch zwei Prophezeiungen. Die verlorene Prophezeiung und die sieben Flüche. Vielleicht kann so das Rätsel gelöst werden, dass das Kommen des Fleischgewordenen umgibt. Möglich, dass dies die verlorenen Prophezeiungen sind, von denen Nibani Mesa sprach. Wir haben für euch ein Dokument vorbereitet. Kagrenax Artefakte. Sie enthält das schreckliche Geheimnis über die wahre Geschichte des Tribunals und das korrupte Wesen seiner göttlichen Macht, das vom Tempel geflissentlich gehütet wird. Aha. Damit es auch weiterhin gehütet bleibt, verfolgt der Tempel den Nerevarin und die abtrünnigen Priester. Dem muss ein Ende gesetzt werden. Wir müssen uns gegen den wahren Feind vereinen, Dagod Ur. Wenn ihr der Nerevarin seid, so müsst ihr uns gegen ihn zu Felde führen. Danke. Das habe ich jetzt bekommen, das soll ich wahrscheinlich dann... Solange die Ordinatoren, Kriegswappenträger und das Tribunal die Pest- und Dagod Ur-Kreaturen... innerhalb des Geisterwalls halten konnten, war der Glaube an die schützende Macht des Tempels groß. Jetzt allerdings leiden die Reisenden und Siedlungen unter den Peststürmen und den marodierenden Monstern und das Volk fürchtet, dass der Tempel seinen uralten Kampf mit dem Teufel Dagod Ur verliert. Unser Interesse am Nerevarin war einst eine Sache des Prinzips, eine Bereitschaft, die Gültigkeit der mystischen Erkenntnisse anzuerkennen, die von der Doktrin des Tempels abgelehnt werden. Dagod Ur wird jetzt immer stärker und das Tribunal immer schwächer. Und die Rückkehr des heiligen Nerevar ist möglicherweise unsere beste Hoffnung auf Rettung. Auch wenn er nur im Geiste wiedergeboren werden sollte. Das ist ja alles schön und gut. Aber was soll ich tun? Aus dem siebten Zeichen der elften Generation. Weder Hund noch Gua, weder Samen noch Egge, aber der aus dem Drachen geborene und durch einen Fernstern bezeichnete Fremde wiedergeborene unter dem Roten Berg. Der gelobte Gast, der den sieben Flüchen begegnen kann.
die mit einem Stern gesegnete Hand schwingt die dreimal verfluchte Klingel. Klingel. Und die Ernte des unbetrauerten Hauses einzufahren. Die dreimal verfluchte Klingel. Ist klar. Ich habe eure Abschrift von die verlorene Prophezeiung nach besten Kräften interpretiert. Zusammenfassend könnte man sagen, ein Fremdländer, in der Fremde geboren, doch als Gast willkommen, begegnet den sieben Flüchen am Roten Berg, seine Hand, gesegnet von Azura, nutzt eine verfluchte Klinge, um Haus Dagoth oder Haus Duma oder beide Gerechtigkeit zu bringen. Der Nerevarin, ein Fremdländer, das würde vielen Aschländern nicht gefallen und könnte erklären, warum die Prophezeiung verloren ging. Schön. Die Hieroglyphen sind die gesammelten priesterlichen Schriften des Tempels. Die Apographen sind die verborgenen Schriften, Geheimnisse, die nur den Angehörigen der höchsten Ränge von Priesterschaft und Inquisition bekannt sind. Dem Tempel zum Trotz haben wir hier in Holamayan so viel wie möglich aus den Apographen zusammengetragen. Einer der Hauptstreitpunkte zwischen Tempel und den abtrünnigen Priestern ist, dass der Tempel vor seinen Anhängern die Wahrheit verbirgt. Aha. Sieben Flüche. Durch die Tore des unbetrauten Hauses, durch die Spötter spotten, die Pläne Schmiederer ihre Ränke schmieden. Von den Hallen des Hauses, des gebrochenen Eides, klingen die sieben Flüche, die Gott lästern. Erster Fluch, der Fluch des Feuers. Zweiter Fluch der Asche. Dritter Fluch, der Fluch des Fleisches. Vierter Fluch der Geister. Fünfter Fluch, der Fluch des Samens. Sechster Fluch der Verzweiflung. Siebter Fluch der Träume. Achter Fluch, der Fluch des Fluches. Nein. Eure Abschreibung, eure Vermutung darüber, wie die Verse immer in Kurzform. Sieben Flüche kommen von Haus Dagoth oder von Haus Duma oder von beiden. Feuer und Asche kommen aus dem Roten Berg, Fleisch ist Korpus, Geistersamen und Verzweiflung sind unklar, aber der Fluch der Träume scheint sich auf Fälle von Seelenkrankheit und die Schläferangriffe in der Stadt zu beziehen. Das hatten wir... Das hatten wir noch nicht. Hier habt ihr übrigens ein paar Bücher aus unserer Bibliothek. Sie könnten für euch von Interesse sein. Jedes der Bücher vermittelt einen anderen Eindruck vom Nerva. Sechste Haus. Dies ist eine neue Bedrohung und doch nur ein weiteres Gesicht von Dagoth Ur. Doch es ist ganz klar ein Zeichen einer kommenden Krise und der Tempel wird Morrowind vielleicht nicht länger schützen können. In solch beunruhigenden Zeiten sollten die Dunma sich an die alten Säulen ihres Glaubens halten, Ahn und Dedra und besonders an die prophetischen Visionen, die Azura gewährt. Dann sollten sie den Nerevarin, den wiedergeborenen heiligen Nerva, erwarten, der sie gegen die bösen Armeen Dagoth Urs führen wird. Ja. Das bin dann wohl ich, ne? Und was ist jetzt mit ihr? Ich klicke sie jetzt einfach nochmal durch. Ob hier... Aber ich glaube nicht. Dass sie jetzt irgendwie besonders hilfreich ist. Aufgaben. Okay. Eine Rechnung hat er bei uns auch gegeben. Super. Der wahre Nerva. Wir klicken die einfach mal durch. Ich glaube... Nicht, dass die uns jetzt großartig weiterhelfen. Mit einem Ring, aha. Und ich glaube, das müssen wir... Das müssen wir zur Madame im Aschland bringen. Weil bei ihm haben wir jetzt, glaube ich, alles.
Ja, ja. Oder? Ja, da haben wir alles. Ich gucke jetzt nochmal hier unten, aber das bringt uns ja, glaube ich, nichts. Gut, dann müssen wir zurück. Wie wunderbar. Auf jeden Fall. Ich heiße euch willkommen. Hi. Dann müssen wir zurück zum Aschland. Ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass wir da jetzt umsonst hin tuckern. Das wäre durchaus blöd. Hui, die Stufen sind komisch. So, Quick Save. Lalalalalalalala. Oder warte mal, wir machen mal anders. Wir überschreiben mal H. So. Dann können wir nämlich, falls wir uns hier irgendwie... Ja, ja, komm. Falls wir uns hier irgendwie verfahren oder... Ich grüße euch. Es ist mir ein Vergnügen, ja, euch zu treffen. So, hatte eben erst einen Schlickschreiter? Ich glaube schon. Nee, und falls das jetzt falsch war, können wir da wieder laden. Falls wir noch irgendwas da brauchen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Vielmehr bei unserem Glück kann ich mir es natürlich schon vorstellen, dass wir da noch was brauchten, aber... Reden kostet nichts. Oh, wie komme ich denn hier weg? Hilfe! Sprecht nur! Nur zu! Ich glaube, die haben doch keinen Schlickschreiter. Nee. Reden kostet nichts. Nee, ich glaube nicht. Aber eine Magiergilde, ne, oder? Doch, eine Magiergilde hatten die. Da bin ich mir fast sicher. Nur weiß ich nicht mehr wo. Und mit der Magiergilde könnten wir natürlich... Hui, um einiges schneller hier wegkommen. Aber die war nicht... Die war nicht hier unten. Oder? Willkommen. Nee, nicht wirklich. Nee. Na gut, dann versuchen wir es mal mit Boot. Vielleicht bringt uns das ja doch was. Grüß dich. Hatte Sadin Moran einen Schlickschreiter? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir müssen wieder zurück nach... Nach Cool. Ja. Ja. Wie auch immer wir da hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Ach, wie so ein Mist. Gibt's hier denn nicht irgendwas? Ich will doch nur nach irgendwo hin, wo... Keine Ahnung. Worum geht es? Es geht darum, dass ich nach Hause will. Irgendwie. Aber ich hier ständig zum ein und demselben Punkt reise. Ich mach nochmal Ebenherz. Und von da aus nochmal... Allzeit bereit. Ja, schön. Fremdenviertel, Vivek, naja, ist egal. Kurze Reise, lange Reise. Machen wir es halt so. An euch ist es zu wählen. Ach, warte mal. Hä? Ach was, cool. Okay, da gibt es auch noch so ein Ding. Ist natürlich spannend. Gut, gut. Dann können wir ja hier
einfach wieder nach Kuhl zurück. Ja, weil das ist ein bisschen blöd gemacht, weil wir müssen da jetzt echt wieder hinlatschen. Wir haben nämlich keine Schriftrolle oder sonstiges, die es uns irgendwie ermöglicht, uns dahin zu teleportieren. Und die Leute oben, ey, manchmal möchte man ihnen wirklich, so wie die trampeln, einfach nur die Füße, weiß ich nicht, durch den Boden absägen. Oder so. Einfach nur schnipp, schnapp, Füße ab. Furchtbar. Wenn Menschen so laut auftreten. Bum, 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 bum. Verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht. Beim normalen Gehen. Ich meine, wenn man durch die Wohnung rennen würde, würde ich das ja verstehen. Aber wenn man normal läuft, sollte man eigentlich so laufen, dass ja, es nicht so klingt, als wäre man ein elefantenfüßiger Mensch. Mit, weiß ich nicht, Koordinationsstörung oder so. Das sollte jetzt nicht gemein klingen, aber so ist es. So, machen wir einmal hier wieder unseren Rundgang. Diesmal werden wir sogar gar nicht angefallen. Zumindest noch nicht, das kann sich ja jede Sekunde ändern. Lal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 a. Ja, natürlich. Hallo, Herr Treu. Nacht, Herr Treu. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ach. Ja. Guten Tag. Komm. Du auch noch. So. Noch einer. Okay. Jetzt merkt man schon, es geht allmählich langsamer voran mit den Stufen. Aber das ist ja an sich gar nicht schlecht. Wir sind ja sowieso schon sehr hoch. So. Was ich jetzt auch hier bei Morrowind nochmal sagen möchte, wollte. Schaut doch mal bitte bei Facebook vorbei, auf meiner Seite, um auf dem Laufenden zu bleiben, weil ich gewöhne mir das jetzt ab, hier ständig irgendwie, falls irgendwas ausfällt, das in irgendwelchen Google Plus-Anmerkungen kundzutun, weil ich das echt saublöd finde. Und deshalb über Facebook geht das einfach besser. Deshalb, ja, schaut da mal vorbei. Ich bin da auch nicht so der Nervige, der da ständig jeden Tag irgendwelche Videos postet. Ich meine, entweder man schaut die Videos so oder halt nicht. Da muss ich dann nicht bei Facebook ständig irgendwelche Videos posten. Ich meine, jetzt wo da sowieso kaum was los ist, muss ich da sowieso keine Videos posten. Davon mal ganz abgesehen. Selbst wenn ich es machen würde. Würde es nichts bringen. Aber wie gesagt, ich poste da, wenn irgendwas sich ändert oder auch mal ein Bildchen, bisschen Blödsinn, Spaß haben. Haha. Deshalb guckt da mal vorbei. Und ja. Das würde mich freuen. Zack. Nimm dies. Da ist ein Dedra. Den packen wir uns. Da schleicht er herum. Sieht er uns? Ich schleiche mich mal an. Mal gucken, wie ein Name da rankommt. Okay. So nah also. Hi. Au, au, au. Leg dich hin. Ach, noch eine dedrische Streitaxt. Ja. Das ist ja schön und gut. Brauchen wir nun nicht mehr. Schade, schade, schade. Aber ich kann es trotzdem nicht lassen, da hinzugehen. Ach, Shunabi, Tashbi oder was weiß ich.
Aua, nicht hauen. So, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Glaube nicht. Oh, hi. Hallo, Mr. Goldener Heiliger. Ach, was ist das denn? Warte mal kurz. Detonator. Was bist du denn? Au. Au. Was bist du? Was bist du denn? Flederschatten? An die kann ich mich ungelogen überhaupt gar nicht mehr erinnern. Dass es die als Gegner gab, ganz im Ernst. Flederschatten, noch nie gesehen. Noch nie wissend. Gut. Und nächstes Mal kümmern wir uns dann um Asurnabitashbi. Gut, bis dann, ciao.